Ja, schade mit dem, schade mit dem Wasserschaden. Ja. Du wolltest doch so gerne einkaufen gehen im Westfield Überseequartier bestimmt. Ich war gestern bei den Herrschaften. Warst du da? Ja, ich war gestern da, weil ich habe ja gedacht, ne, wir haben ja, ich habe ja redaktionelles Blut. Und da habe ich gedacht, vielleicht stimmt das gar nicht. Vielleicht haben die ganz andere Probleme. Und? Nein, stimmt. Das stimmt. Okay. Es kommt Wasser durch die Bodenplatte. Das ist ungünstig. So sagt der Fachmann, das ist insgesamt ungünstig. Ich habe gestern auch erfahren, das Spannendste ist, ja, wer steht jetzt dafür gerade? Ja. Weil da haben ja Menschen Bodenplatten, und du kannst dir vorstellen, Bodenplatte. Ich meine, das ist die Basis des ganzen Bauwerks sozusagen. Da scheint irgendwas mit dem Grundwasser nicht in Ordnung zu sein. Welche Versicherung greift da jetzt? Erstens, zweitens, aber viel wichtiger und viel dramatischer, diese ganzen Firmen, die da drin sind, also Bräuninger zum Beispiel, dann ein indisches Restaurant, ganz tolles und so, die haben alle 100% mit dem Eröffnungsdatum in 2 Wochen gerechnet. Und jetzt habe ich erfahren, offiziell ist es soll es im August losgehen, Ende August. Das ist eine sehr optimistische Schätzung. Wir haben ja auch gestern noch mal bei Bräuninger angefragt und die haben uns auf Hamburg 1 Nachfrage dann eben gesagt, dass man diese unerwartete Entscheidung außerordentlich bedauert, weil man selbst mit der Planung auf Kurs und vollständig im Zeitplan liegt. Jupp. Na, und insofern ist das natürlich einfach echt ärgerlich. Auch wenn du da so einen Stargast wie Rita Ora ankündigst, einfliegen lassen möchtest. Kann die im August oder macht es dann Vicky Leandros? Vor allen Dingen, wenn es... Frage. Ja, oder hier, wie heißt er? genau, er hat ja Zeit vielleicht. Also, nein, aber die Frage ist ja eine ganz andere. Die Frage ist, dass wenn es so sein sollte, dass Rita Ora nicht kann, man muss ihr einen Alternativtermin anbieten, ansonsten zahlst du sie und sie wird nicht singen. Ja, eben. Glaubst du, hier funktionieren eigentlich auch spanische Wortwitze? Man müsste ihr dann eine Ultima Ora... Sehr schön, funktionieren wahrscheinlich nur für eine elitäre Minderheit, aber anyway, okay, ist eine gute Idee. Kannst du mir ganz kurz was erklären, nur dass ich es weiß? Ja. Dieser Tisch, der jetzt hier für die Menschen zu Hause nicht sichtbar vor uns steht, ja, das ist der Grund, weil wir da gleich auf Twitch und TikTok und so live gehen, richtig? Ich mache mal ein Foto davon und dann zeige ich das gleich in der Sendung auf meinem Bildschirm hier. Genau. Es ist nämlich so eine Art Tapezierwagen. Ja. Darauf ist unglaublich viel Gerümpel gelagert, ganz viele Kabel, irgendwelche Klemmen und ein kleiner Liegestuhl. Ja. Darauf ist ein Türkeil und darauf wird dann ein Telefon gebettet, das uns filmt. Genau. Und da würde ich jetzt mein Handy noch daneben stellen. Dann können wir nämlich gleichzeitig auf Twitch und gleichzeitig vielleicht auf TikTok live gehen. Das finde ich so innovativ, da bin ich glatt dabei. Wir machen voll und, Multimedia. Da es schon 1:58 ist, wollen wir einen Opener? Machen wir einen Opener. Hier ist eine Hamburg-Hymne, wir haben noch eine. Let's go. Ich werde verrückt. Es ist nicht so einfach. Also die Bethel bei uns in der Regie, sie kann nicht alles gleichzeitig machen, die weiß genau, wie das funktioniert, live zu gehen. Aber wenn ich jetzt hier auf Twitch zum Beispiel gehe, und jetzt sage ich hier, ich will hier live gehen, wo gehe ich jetzt hier live? Das kann doch nicht sein. Ich muss dir ehrlich sagen, ich kenne mich mit Twitch leider auch überhaupt gar nicht aus. Ich auch nicht. Und insofern, dafür sind wir beide zu große Boomer. Ja. Aber vielleicht kennt sich ja von den Zuschauern jemand mit Twitch aus und kann uns einen Live-Support geben. Guck mal, hier bin ich jetzt drin. Wie gehen wir live bei Twitch? Genau, guck mal, hier bin ich jetzt drin. Irgendwo muss man jetzt drauf drücken. Was ist das da oben? Ist das eine Batterieanzeige? Oder? Das ist eine Batterieanzeige, ja. Aha. Daneben ist das und das und das. Ich weiß nicht, wie das live geht. Ich weiß nicht, wie es geht. Entdecken, durchsuchen. Wir machen TikTok. Ich sag Bethel. Bethel macht TikTok. Bethel macht TikTok. Ach so. Bethel macht TikTok, aber ich würde halt gerne auch gleichzeitig Twitch machen. Und das müssen wir jetzt rauskriegen, wie das ist. Liebe Freunde der gepflegten digitalen Unterhaltung, ich sage euch eins. Es reicht nicht mehr, nur auf YouTube zu sein und im Fernsehen, sondern wir werden überall auf allen Kanälen sein. Und am Ende, liebe Freunde, am Ende werden wir auch auf der NASA live zu sehen sein. Auf dem NASA-Kanal. Ja, denn wenn wir NASA-Kanal schaffen, schaffen wir das Weltall. Apropos, ich habe gestern einen unfassbar tollen YouTube-Kanal entdeckt. Der wurde mir vorgeschlagen. Ich bin mir nicht sicher, ob das rechtlich so in Ordnung ist. Deswegen rufe ich jetzt nicht dazu auf, den anzugucken. Ja. Aber ich sag mal so, es gibt bei YouTube einen Kanal, der seit Monaten 24/7 alte ALF-Folgen streamt. Nein. Und ich habe gestern einfach ALF geguckt für ungefähr 2 Stunden. Und nebenbei chatten ganz viele Menschen und gucken auch ALF.
Gibt es auch auf Spanisch. Ja. Ich habe es auf Deutsch gesehen. Ja. Toll. Kann ich dir nicht empfehlen. Mach das bitte nicht. Nein, mach ich nicht. Aber es ist erstaunlich, was da alles passiert. Und ich sag's dir, dieses lineare Fernsehen, ne, das ganz einfache lineare Fernsehen, das geht so nach unten und der ganze andere Bereich geht nach oben. Und wir müssen da dranbleiben. Wir müssen dranbleiben. Und deswegen sage ich dir, wir müssen auf den NASA-Kanal kommen. Wobei, das Problem ist, glaube ich, bei der NASA, die sprechen ja alle nur Englisch. Das heißt, wenn wir hier Deutsch sprechen, sagen die, wir wollen dann diese Deutschen da und dann sind sie mit uns gar nicht entspannt vielleicht. Wir müssen vielleicht umstellen auf Englisch. Aber wenn wir jetzt alle Englisch sprechen, ist ja für die Leute in Hamburg wieder doof. Oder und wir fragen Wayne Morris, ob wir einen Kurs in Denglisch bekommen können. Ja. Dann hilft er uns und dann können wir so ein Mischmasch sprechen. Ist auch eine Idee. Ich würde jetzt gerne einmal zeigen für alle Zuschauer, die sich fragen, wie das aussieht. Wir haben das ja eben so bildlich beschrieben. Ja. So ist unsere Perspektive. POV nennt man das im Social Point Media. Point of View. Ja. Das sehen Boris und ich. Also ich finde, es ist ein sehr schöner Ausblick, oder? Ja. Oder nicht? Ja, doch, ich finde es toll. Kann man machen. Ich finde das toll. Und damit wir sowieso ein bisschen das lineare Fernsehen aufwerten, habe ich mir was überlegt, und zwar ein modisches Highlight. Das ist toll. Ich hatte ja versprochen, heute ein Musik-T-Shirt zu tragen. Ja, wie ich das ja auch übrigens mache. Ich weiß nicht, ob du schon gemerkt hast. Ich trage ein Musik-T-Shirt. Vor allem ein Musik-Hoodie. Ja, ein Musik-Hoodie ist das. Von Lollapalooza. Genau, von Lollapalooza in Berlin. Ich kann mich mal umdrehen. Warum ist das Zeichen und das Logo eigentlich noch da? Kann man das alles sehen? Ich habe ja hinten keine Augen. Kann man jetzt sehen, was da drauf steht? Kann man sehr gut sehen, ja. Also du musst die Kapuze ein wenig anheben. Ja, warte. Dann. Ja, so ist perfekt. So ist gut. Sieht man, was da war? Ja. Warum ist da ein Hummer eigentlich? Das ist das Symbol von denen. Das haben die einfach sich so ausgesucht. Einfach so? Ja. Pass auf. Einmal kurz hier blank ziehen. Freunde deutscher Popmusik, hier wird alles gegeben. Es wird alles gegeben am Music, New Music. Wow. Der Knight Rider ist zurück. Knight Rider. Jetzt bin ich aber neidisch. Dieses T-Shirt habe ich gekauft beim David Hasselhoff-Konzert in Ludwigsburg im Jahre 2018. Das war toll. Und damit seht ihr, liebe Freunde, dass DeMarco ist wirklich, der ist wirklich schmerzfrei. Er stellt sich jeder kulturellen Herausforderung, ist begeistert dabei in jeder deutschen Stadt, nicht nur hier von wegen Aigo, nur nach Hamburg oder Niebel oder so, sondern er ist überall unterwegs. Niebel. Und jetzt kommt's. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass ich heute eine besondere Armbanduhr trage. Das habe ich schon gemerkt. Ich habe mir schon gedacht, dass das eine Transformationsuhr ist, wo du drauf drückst und plötzlich bist du weg. Weißt du, was das ist? Nein. Das ist ein Nachbau von Michael Knights Armbanduhr. Ah. Damit konnte er Kit rufen. Ja. Also die kann nichts außer die Uhrzeit anzeigen. Kannst du denn damit Bethül rufen? Ich kann damit Bethül rufen. Hallo Bethül, wie geht's? Das ist genau Michael Knights Armbanduhr-Replika. Was? Der Marco hat, andere Jungs würden probieren, Mädchen in ihre Wohnung zu locken mit Briefmarkensammlung, mit wir gucken mal einen schönen Film. Jetzt, wenn man Reality-Fernsehen guckt und so, ne? Alter, ich habe geile Tattoos hier drauf, kannst du sehen und so. Also es gibt alle Möglichkeiten. Und du sagst, pass auf, Baby, wenn du eine Knight Rider-Uhr sehen möchtest, ich habe sie oben. Und ich weiß, was Mädchen da machen. Und dann fallen die so in Ohnmacht und gehen direkt mit, du musst direkt hochtragen. Ja, natürlich, das ist ganz schön einfach. Das war früher die Briefmarkensammlung. Nein, dafür hatte ich tatsächlich früher, ist ja jetzt auch vorbei, eine Kaminfeuer-DVD. Sehr schön. Das ist sehr schön. Das waren noch Zeiten, wo man noch eine Kaminfeuer-DVD einlegen musste, weil die ja nicht ständig bei Amazon zu streamen waren oder bei YouTube, die Feuer. Genau, ja. Das ist auch eine ganz feine Idee. Das schafft so eine kuschelige Stimmung. Wie hast du denn das früher gemacht? Ganz ehrlich, ich habe alles das nie gemacht. Ja. Ich habe damit gar nichts zu tun. Ich habe immer Menschen so kennengelernt und dann war ich schnell begeistert und dann waren die plötzlich schwanger. Also... Es ist, wie es ist. Ich war dreimal verheiratet und habe mit drei Frauen vier Kinder, wovon eins nicht von mir ist. Das habe ich sozusagen mit dazu bekommen von meiner jetzigen und letztlich endlichen und ewigen Frau, die ich eigentlich hätte als einzige nur heiraten müssen. Ich hätte die anderen beiden mir auch schenken können. Aber ich war tatsächlich mal mit einer Frau von der Hamburger Szene zusammen. Ja. Das war sehr exotisch, weil irgendwann jemand gesagt hat, er will von mir Abstecker haben, weil ich mit ihr zusammen bin. Danach hatte ich eine Frau, die war die Prinzessin von Winsen-Lue. Weil deren Eltern da einen Laden hatten, Pott-Peters. Und das waren zweimal wirklich, sagen wir so, ich war schnell begeistert. Ich habe das bisher auch so gemacht, nur ohne die Schwangerschaft. Genau. Also. Das ist, da bist du klüger als ich. Auf der anderen Seite, lass mal so, wir gucken es von der anderen Seite an. Ich habe wirklich wunderbare Kinder. Ein Kind, das von dieser Winsen-Lue-Tante, das hat sich von mir verabschiedet und hat nie wieder mit mir gesprochen. Das hat nur mir Mails geschrieben, dass ich irgendwas bezahlen muss. Das heißt, die ist genau wie ihre Mutter, sieht aus wie ihre Mutter und benimmt sich wie ihre Mutter. Wohnt allerdings heute, muss man sagen, wo? In? Flotow. Ah, falsch. Bielefeld. Hamburg.
In Eppendorf. Eppendorf, natürlich wohnt sie in Eppendorf. Und sie hat da, genau wie es ihre Mutter machen würde, hat sie da einen vermögenden jungen Mann gefunden, mit dem sich zusammen auch offiziell internetmäßig ablichten lässt. Dem verheimlicht sie, dass ich ihr Vater bin. Das ist schlau, Mäuschen, dass du das so machst, weil der Mann wäre ganz schockiert, dass sie so einen Vater hat. Und deswegen ist es besser, sie hält sich zurück. Inwiefern schockiert? Ja, weil der dann sagen würde, wie, der wohnt nicht in Eppendorf, wie, der macht so komische Sachen, wie, der macht Musik, wie, der trägt Hoodies mit dem Hummer drauf. Da wird der Mann ganz entsetzt sein und stellt seinen Poloshirt-Kragen nach oben und wird verwundert aus der Wäsche gucken, so wie so ein Erdmännchen, weißt du, was aus der Höhle kommt. Was macht der da? Wie bei dem Maulwurfspiel, wo man mit dem Hammer immer schnell draufhauen muss, wenn er rausguckt. Kennst du das? Das kenne ich, genau, sehr schön. Ich habe übrigens, ich muss noch was sagen, ganz kurz, bevor wir hier zu dem, wir haben ja ein riesiges Programm heute vorbereitet. Ja, unglaublich. Ich habe gestern etwas unglaublich Tolles erlebt. Und zwar hatte ich gestern ein Meeting mit einem großartigen Hamburger, wunderbaren und uns bekannten Kaufmann, der übrigens nebenbei auch noch Bücher rausbringt. Ich kenne ihn vielleicht. Ja, du kennst ihn vielleicht und schätzt ihn genauso wie ich. Und da hatte ich gestern ein Meeting. Mhm. Und ich hatte gestern, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, hatte ich eine Hose an, die relativ zerschossen war. Ich habe ehrlich gesagt gestern nicht auf deine Hose geachtet. Der Marco hat übrigens gestern gar nicht auf meine Hose geachtet. Nee. Das könnt ihr, ich meine, ihr bewertet es am besten und schreibt das mal in den Chat, wie ihr das findet, dass der Marco gestern nicht auf meine Hose geachtet hat, die ich mit viel Liebe ausgesucht habe und mit dem T-Shirt von den Simple Minds kombiniert habe. Das habe ich gesehen. Das war nämlich alles ein bisschen grau, das andere war dunkelrot, dann hatte ich da so diese Rasterfahrerjacke drüber, das war schön, guckt euch das nochmal gestern nochmal an. Der Marco hat es, wie gesagt, nicht gesehen. Naja, das Oberteil habe ich gesehen, weil du neben mir sagst, ich gucke selten auf meine Hose. Also, jetzt gucke ich auf deine Hose, du hast hier so ein bisschen Used Look. Used Look, das war genau das, der Fachausdruck, der fehlte. Das hatte ich gestern auch. Die war relativ zerschossen. Genau, ja, es war nicht nur Stonewashed, sondern es waren auch Löcher drin. Und wie man das. Hast du die wirklich durchschossen eigentlich? Nein, aber ich habe schon meine Hose durchschossen tatsächlich. Ja, das ist doch wohl deine eigene Modelinie jetzt. Du durchschießt Hosen und. Ich hab tatsächlich, als ich in Amerika war, mit einer Schrotflinte mal, weil alle gesagt haben: guck mal, da sind Designerhosen, bla bla, habe ich mal auf eine Hose geschossen mit einer Schrotflinte. Dann habe ich es auch angezogen. Und es war kein Schuss in den Ofen. Nein. Ein Glück. Genau so. Also, auf jeden Fall komme ich mit dieser Hose zu diesem Meeting. Mhm. Und dann guckt mich der Mensch. Der ehrbare Kaufmann. Der ehrbare Kaufmann guckt mich an und sagt: kommst du von der Baustelle? Und das fand ich so toll und ich möchte sagen, ich liebe ihn dafür. Ja. Weil das ist ein Satz aus auch meiner persönlichen Vergangenheit. Weil nämlich, als diese Hosen mit den Löchern aufkamen, haben das Menschen gesagt. Auch im Business-Bereich. Und das hat mich so erinnert an eine glückliche, goldene Zeit. Und das hat mich mein Herz ganz warm gemacht. Ich kannte das vom Fußball früher. Ja. Da war dann ein Schiedsrichter, der war sehr beliebt, weil der es aber auch ganz genau genommen hat. Der war schon im Rentenalter und hat das auch Spaß gemacht, dann bei den Jugendmannschaften zu pfeifen. Aber der hat dann auch so Sachen gesagt, wie man musste natürlich immer das Trikot in die Hose stecken. Ja. Und sonst hat er gesagt, Nummer 17, Trikot bitte in die Hose. Wir sind hier nicht beim Lumpenball. Aber es ist da toll. War doch alles in Ordnung. Weißt du, ja, da war die Welt noch in Ordnung. Und da hat man gesagt, was stellt er sich jetzt so an? Aber das ist egal, weil es geht um die Haltung und um Werte und alles das. Und dass man überhaupt darauf achtet, auf andere Menschen. Heute achtet doch kein Mensch mehr darauf, was jemand anhat und anzieht. Und so, und gerade jemand, der selber darauf achtet, was er anzieht und Spaß daran hat, ein paar andere Sachen anzuziehen als seine Altersgruppe. Ja. So wie ich das ja im Prinzip auch mache. Aber dass man sich solche Werte erhält und dass man solche Sachen sagt und dass die im Alltag wieder auftauchen. Ja. Für mich war das wie, keine Ahnung, wenn jemand einen großen Blumenstrauß hervorholt, wo man sagt, ach, wie toll ist das denn? Und vor allem war das ja eine Zeit, da hat jeder davon geträumt, noch Fußballprofi zu werden, abgesehen von den eigenen Fähigkeiten und den Chancen darauf. Aber tatsächlich war das eine Zeit, wo man nicht unbedingt sich als Fußballprofi gefühlt hat, wenn man pinkfarbene Schuhe angezogen hat. Das kam dann irgendwann später. Das stimmt. Da war es eher die Professionalität, dass du auch 13 Jahre alt warst, aber der dich gesiezt hat. Ja, und genau gesagt, so. Sie haben die Seitenwahl, Sie haben den Anstoß. Ja. Ich wünsche Ihnen allen ein gutes Spiel. Und den Nachsatz und die Stutzen ziehen wir hoch. Hier ziehen wir die Stutzen hoch. Genau. Finde ich toll. Finde ich wirklich toll. Also es war gestern wirklich ein tolles Erlebnis. Ich möchte mich nochmal in aller Form bedanken dafür. Weil das sind Sätze für die Ewigkeit. Und wenn ich das nächste Buch schreibe, würde ich eigentlich das Buch am liebsten so nennen. Mhm. Wie? Kommst du von der Baustelle? Kommst du von der Baustelle? Find ich einen super Satz. Es gibt wirklich so magische Sätze, magische Momente, wie beim Simple Minds Konzert, ne, wenn du dann etwas hörst und erinnerst dich an so einen Titel, einen Songtitel oder so. Mhm. Genauso ist das hier. Und das wird ein Buch oder wie? Ich habe ja so ein paar Themen, über die ich gerne was schreiben würde und das passt nicht ganz zu den Themen, die ich schreibe, aber vielleicht schreibe ich auch was anderes. Aber sonst hätte ich eine Idee und da müssen wir mal gucken, weil ich habe manchmal Ideen, wenn man die verwirklichen könnte, vielleicht werden wir uns dann irgendwie einig, wenn das Buchcover aus Jeansstoff bestünde. Ja, sehr schön. Das ist ein Denim-Cover und das ist auch leicht used und da sind diese Schussspuren eben drauf und das heißt, kommst du von der Baustelle. Ja,
Ja, ich sehe es vor mir bei Thalia unter den Bestsellern. Ich verspreche jetzt schon mal, die neue Kollektion von Dior, ich habe das schon mal erwähnt irgendwo hier, ich habe einen guten Zugang, sehr günstigen Zugang zu solchen Marken, weil ich da jemanden kenne, der so im Vorstand unterwegs ist und da kriege ich manchmal was zugeschickt. Und ich habe, eine neue Dior-Kollektion ist auch so, als hätte jemand mit Streuschrot auf ein T-Shirt geschossen. Das ist kein Witz, hat so kleine Löcher hier überall drin. Jetzt soll man, wenn man eine Figur hat wie ich, sollte man nicht mit Löchern arbeiten. Ich ziehe auch keine Straps und hochhackigen Schuhe an. Aber, bitte nicht. Nee, aber die Löcher sind so klein, dass es, glaube ich, geht. Ein bisschen braun sollte die Haut sein. Ich habe so ein Shirt in Schwarz und in Weiß bekommen. Ja. Ganz schönes, festes Baumwollmaterial. Bring doch mal mit, zieh doch mal an. Genau, das würde ich. Ich hatte das neulich schon mal an, das hat keiner gemerkt. Ich habe nicht drauf geachtet. Aber nee, da hast du auch nicht auf meine Oberfläche. Es ist einfach, der Marco achtet manchmal nicht auf mich. Aber das macht auch nichts. Ich denke, jeder muss auf sich selber achten, aber ich finde es halt toll, wenn man trotzdem andere Menschen anguckt und einmal von oben nach unten scannt und einfach auch ein Gefühl hat dafür. Das stimmt. Und nicht aneinander vorbeigehen. Das Schlimmste ist Missachtung. Ja, das stimmt. So. Das stimmt. Hier im Chat übrigens eine Frage zu der Knight Rider-Thematik. Und zwar wollte Martin gerne wissen, ob Marco Kitt in der Matchbox-Version hat. Ja. Ich habe geschrieben, nein, noch nicht. Ja. Ich habe allerdings von Playmobil den DeLorean. Aha, zurück in die Zukunft, kann der man, sogar leuchten kann. Ja, und kann man ihn aufklappen? Na klar. Ja, herrlich. Der hat sogar er ist sogar in der Zeitmaschinenversion umgebaut und blinkt sogar überall. Das ist wirklich, ganz toll. Ja, toll. Das ist toll. Bist du ein bisschen neidisch denn? Oder? Ich sag mal so, ich habe andere Themen. Ja. Also ich habe zum Beispiel, ich bin total stolz darauf, dass ich die Glock 21 habe. Die Glock 21 ich bin halt kein Sportschütze. Ja, das ist tatsächlich, also wenn es um die schnell zu ziehende 45er geht, ist das wirklich das Beste. Und für mich ist diese Glock 45, ist für mich tatsächlich im Moment, sage ich jetzt mal, wichtiger als das Matchbox-Auto. Das ist einfach so. Ja, okay. Der Martin ist übrigens, glaube ich, auch ein bisschen in der Autoszene unterwegs. Der hat sich nämlich gemerkt, dass ich einen Fiat fahre. Ja. Im Sommer jedenfalls. Ja. Und er hat gefragt, ob ich Fehler in allen Teilen gefixt habe. Ja. Das ist unter lustigen Menschen, also ich kenne natürlich den Spruch, ne? Fiat-Fehler in allen Teilen. Ja. Noch nicht, aber ich bin dabei. Ja. Und man muss dazu sagen, dass das tatsächlich früher schon manchmal bitter war mit diesen italienischen Autos. Ich erinnere mich daran, dass ich in meinem Alfa Romeo im Herbst, Winter und Frühling jeden Morgen habe ich mich in meinen Giulia oder meinen GTV Junior oder meinen Spider gesetzt, je nachdem. Ich hatte sie alle, ja. Traumhaft. Und dann reinsetzen und dann sagen, Mäuschen, bitte. Ich drehe jetzt den Schlüssel rum, wir beide fahren jetzt zusammen zur Arbeit. Und dann drehst du den Schlüssel um und wenn er dann macht, dann war alles gut. Ja. Und wenn er macht, dann war es zwar irgendwie vom Sound her schöner als das am Anfang, ja, weil es so irgendwie auch ein harmonisches Geräusch ist, aber es war so frustrierend. Glücklicherweise wohnte ich am Mühlbergretter. Ja. Und konnte den Wagen dann immer direkt runter anschieben. Das ist kein Witz, ja. Hattest du eigentlich auch schon mal irgendwie ein Auto, wo der Zündschlüssel links war? Ich weiß nicht, wie es beim VW Porsche, nee, der hat den auch in der Mitte, glaube ich, gehabt. Bei Jaguar und sowas alles. Also generell wie Porsche ja immer links, ne? Ja, ich bin noch nie einen 911er richtig gefahren. Auch noch nie gefahren? Nein. Ich habe ja selber Aston Martin, Jaguar, Ferrari, das alles habe ich alles gefahren und auch gehabt selber. Mhm. Aber ich habe noch nie, haben 911er und noch nie bin ich ihn gefahren. Noch nie. Warum eigentlich nicht? Kam einfach nicht dazu. Es kam nicht dazu. Für mich war es immer so, dass ich, wenn ich dann so Geld für ein Auto ausgebe, dann wollte ich irgendwas Besonderes haben und irgendwas. Für mich hat schon Italien, wenn es um Mode geht und wenn es um Autos geht, hat Italien für mich irgendwie Priorität. Ja, okay. Kann ich nachvollziehen. Ich bin ja auch großer Italien-Fan. Dazu habe ich übrigens auch eine Schallplatte mitgebracht. Das ist sehr dazu schön. Dazu aber später mehr. Wir haben ein großes Programm. Die Frage ist, wir haben Gäste einholen. Und wir haben auch noch VIP-News. Ja. Wenn wir die VIP-News jetzt machen, könnten wir die VIP-News jetzt machen und dann könnten wir den ersten Gast reinholen. Das sollten wir tun. Ja, das finde ich einen guten Plan. Wir müssen mal Betül fragen. Betül? Moment, warte hier rüber. Ja. Hallo Betül. Achtung, Achtung. Bitte die VIP-News abfahren. Ich glaube, das klappt. Es ist eine leichte Latenz, weil die Uhr ist ja aus den 80ern. Ja. Da war das alles noch nicht so schnell. Geht das jetzt zurück, sozusagen? Warte. Ich. Moin, moin, Hamburg. Hallo, Berlin. Mein Name ist Susanne Carina Autzen und das sind Ihre Promi-News der Woche. Rieseneklar und Remi Demi in Bayerns Hauptstadt. Große Besorgnis um einen bekannten deutschen Schauspieler. Vaterfreuden auf Mallorca und, oje, ein Vater schämt sich in Grund und Boden und redet Tacheles. Das alles in dieser Woche. Beginnen wir mit der traurigsten Nachricht der Woche. Viele Prominente aus aller Welt nahmen in der bayerischen Landeshauptstadt Abschied von Fritz. Fritz Wepper ist gemeint, legendärer Co-Pilot des ZDF-Kommissars Derrick, Harry
hol schon mal den Wagen. Und als nörgelnder Bürgermeister in Um Himmels Willen, ja, da brachte er uns alle zum Lachen. Um Himmels Willen, das hätte er wohl auch gesagt, wenn er gewusst hätte, welchen Eklat es bei seiner Trauerfeier gab. Und ich darf dies aus voller Überzeugung sagen, denn ich kannte Fritz sehr gut. Er war ein kluger, humorvoller, geistreicher und charmanter Mensch und gläubiger Buddhist. Und er liebte seinen Hund Aaron über alles. Als 2021 Aaron schwer erkrankte, da verriet er mir sogar: Susanne, ich bete jeden Tag, dass es ihm besser geht oder dass er erlöst wird. Und ich spreche sogar mit Angela. Angela, seine verstorbene Frau. Deshalb umso verwunderlicher, dass die beste Freundin seiner verstorbenen Frau, Barbara Engel, jetzt die Tür vor der Nase zugeschlagen wurde. Sie durfte an der Trauerfeier nicht teilnehmen, obwohl ihr Ex-Mann Bernd Herzsprung und die beiden Töchter daran teilnehmen durften. Sie stand vor der Tür. Was hat Susanne Kellermann denn gegen diese Frau? Ich werde das mal nachforschen und durchleuchten für Sie. Nächste Woche gibt's mehr. Riesenschock für alle Fans in dieser Woche von Til Schweiger. Kämpft er doch in einer Klinik auf Mallorca um sein Leben? Was war passiert? Was ist los? Nun ja, im letzten August hatte Til sich verletzt am Schienbein. Und diese Wunde heilte nicht so richtig. Dann kamen Keime rein. Ach, ich erspare Ihnen jetzt die Details. Aber es hat sich so dermaßen entzündet, dass er mit hohem Fieber in die Klinik eingeliefert wurde und seit 14 Tagen um sein Leben kämpft. Seit 14 Tagen bekommt er auch Antibiotika. Und ja, alle stehen ihm bei, wünschen ihm alles Gute. Auch seine prominenten Kollegen. Da immer noch die Gefahr besteht, dass er sein Bein verlieren könnte, wachen abwechselnd seine Kinder in seinem Krankenbett und überbringen die Grüße seiner prominenten Freunde. Unter anderem von Kabarettistin Monika Gruber, die auf Instagram schrieb: Til, werd ganz schnell gesund. Du bist ein Meister deines Fachs. Ich liebe deine Filme und dein Schauspieltalent wird massiv unterschätzt. Wir können uns da alle nur anschließen. Das gesamte Team von Hamburg 1 und Berlin TV wünscht dir alles Gute, werd gesund, besuch uns, Hamburg wartet auf dich. Aber es gibt auch Wunderschönes von der Insel zu berichten. Nico Santos ist Vater geworden. Wie man jetzt erfuhr, kam der kleine Wonneproppen schon Anfang April auf die Welt. Wir wünschen alles Gute, Nico, und ganz viel Freude. Alles andere als Vaterfreuden im Hause Legert. Kassala, was ist denn da los? Fremdschämen muss man sich, so Thorsten Legert. Wen meint er denn da wohl? Seinen Sohn Nico. Der tummelt sich nämlich gerade bei Prominent getrennt und blamiert seine Eltern bis auf die Knochen. Dies findet zumindest Thorsten Legert. Meine Frau und ich, wir haben ihn so nicht erzogen. Keine Werte. Er benimmt sich unter aller Sau, sein Verhalten ist widerlich, so sagt Thorsten Legert über seinen Sohn Nico. Bei The 50s waren die beiden noch so. Ob das wieder zum Familienkrieg ausartet und sein Sohn wieder jahrelang nicht nach Hause geht, ich behalte es mal im Auge für Sie. Schatten im Blick, dein Lachen ist gemalt. Das könnte Thorsten Legert in der Tat seinem Sohn vorsingen. Würde passen. Von wem ist dieser Riesenhit? Na? Genau, vom Geburtstagskind des Tages. Herbie Grönemeyer hat heute Geburtstag. Tada! Happy Birthday. Und mit ihm feiern können Claudia Jung, die Schlagerkönigin, und Joschka Fischer. Er wird sage und schreibe 75 Jahre alt. Kann man das fassen? Und falls Sie es noch nicht gewusst haben, er hat zu seinen WG-Zeiten schon in der WG-Küche Schnecken zubereitet und französische Küche gekocht. Wahnsinn! Haute Cuisine im Hause Fischer. Und er liebte es, so sagte er mal, als Außenminister nach Paris zu reisen, denn im Élysée-Palast gab es immer das beste Essen, sagt er. Wir feiern gleich mit ihm um die Ecke im Gourmet-Restaurant in seinen 75. rein. Und ich werde Ihnen das nächste Woche klein berichten, was es alles zu essen gab. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine wunderschöne Woche bis nächsten Freitag, ein schönes Wochenende, wenn es wieder heißt, das ist die große, bunte Promi-Show. Alles, alles Liebe!
Ralf, aber die Promi-News. Und jetzt haben wir Besuch. Ja, herzlich willkommen. Oder herzlich, ja, danke, dass ich da sein darf. Eben waren wir blass und einsam, jetzt sind wir bunt und zusammen. Das ist toll. Genau. Yeah. Was machst du, bunte Perlen? Ja, ich bin aus Holland, aus Amsterdam. Ja. Und ich spreche Nederlands. Hey, gut, Nederlands. Und habe lange auf Aruba gelebt und dort haben wir die Perlen entdeckt. Und jetzt ist das so ein... Ja, ein Phänomen, wahrscheinlich auch durch unsere Arbeit geworden. Mhm. Also wir verkaufen es weltweit, alle möglichen Promis, also von Johnny Depp über die Star-DJs und deutsche Prominenz, alle tragen das. Wir sind im Verkaufsfernsehen, wir machen jetzt hier in Hamburg, oder Quickborn genau genommen, am 8.6. den größten Perlen-Workshop der Welt mit 500 Damen bei Wienert Fashion. Ja. Also ist eine Riesenbewegung geworden. Den weltgrößten Perlen-Workshop? Ja, Guinness Buch der Rekorde. Und der ist natürlich in Quickborn. Quickborn, ja, genau. Wir wollten Hamburg, aber die haben uns nicht reingelassen. Nein, aber Quickborn ist ja, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, Quickborn ist bekannt dafür, dass sie oft kulturelles Zentrum der Welt sind. Doch. Für ganz wichtige Sachen. Irgendwas habe ich von Otto gehört. Da kommen ganz viele tolle Leute. Der Julian FM Stöckel kommt dahin. Da kommen ganz tolle Leute für dieses Event. Der Musikstandort, ne? Das stimmt aber ernsthaft jetzt. Ja. Quickborn ist, und wenn es um Perlen geht, ich glaube, dass es keinen besseren Ort gibt. Das ist die, man spricht ja auch nicht umsonst um die Perle im Umland von Hamburg. Oh, das ist Quickborn. Das wusste ich nicht. Ja. Aber ist auch Quatsch, oder? ein bisschen. Aber wie gesagt, da machen wir den größten Perlenworkshop der Welt. Okay, zeig doch mal ein bisschen was. Also die Perlen sind irisierend. Das heißt, was sind die? Irisierend. Das heißt, sie haben einen Silberkern, haben dann eine reflektierende Schicht und sie leuchten in der Sonne. Und das ist halt, das siehst du, guck mal, jetzt schön auf dem Monitor vorne oder so, das siehst du halt, guck, da siehst du diesen Effekt. Ja. Und das ist halt... ja, das ist wunderbar. Tolles Licht. Es erinnert mich an Augen von Tieren. Ja, ja, oder an was du über deine Ex-Frauen erzählt hast. Ne? Ja. Manchmal leuchten die Augen auch von den Frauen. Ne? Tatsächlich, die zweite von den Folgen. Ob das immer so Cash läuft. Genau, die zweite, die hat genau, also das sagt meine jetzige Frau hat eines Tages, wir haben in Köln gewohnt, und dann ist meine Ex-Frau ist dann weg gewesen und dann kam meine neue Frau, die ist da eingezogen und eines Tages passierte Folgendes, da war eine Nachbarin und die kam rüber und sagte, sagen Sie mal, entschuldigen Sie, diese All-You-Can-Eat-Hummer-Partys hier, finden die gar nicht mehr statt. Und ich sag dir, wenn die jetzt zugucken sollte, dann wird sie mich erstens hassen, dass ich es erzähle, aber es ist ja wahr. Und zweitens wird sie sagen, die Perlenkette muss ich haben. Wo kriege ich die denn? Also Perlenkette kriegst du bei magicpearl.com, also auf unserer Webseite natürlich, auf unserem Online-Shop. Wir haben 150 angeschlossene Boutiquen, unter anderem, wie gesagt, Wienert Fashion, Quickborn und Volksdorf sind sie. Wir haben einen eigenen Store auf Sylt, wir haben einen eigenen Store in Timmendorf und Armbänder und sie leuchten. Und wir machen, wie gesagt, diese Workshops da. Ja, das wird ein bisschen knapp bei dir. Nee. Aber es geht. Pass auf. Du hast einen scharfen Kopf. Muss man die. Aber eigentlich hängt man die einfach so um, oder wie? Das ist eigentlich eine Handykette. Da kannst du dein Handy dran machen und das ist ganz ein super populär. Aber die ist die unisex oder ist die jetzt für die Dame? Unisex, die ist so chanellig, sagen wir. Chanellig. Und die andere ist so ein bisschen bunter. Also es ist auch, das ist ein Phänomen, es ist ein Trend, den du jetzt echt überall auf der Straße siehst und kannst du mit alles, mit Porsche und Ferrari und du kannst ihn auch mit lustig und du kannst ihn auch mit einem schwarzen Anzug oder mit allem kombinieren. Mit dem Smart muss man wahrscheinlich vorsichtig sein. Smart muss man vorsichtig sein, das finde ich zu laut. Es kommt jetzt Hundeschmuck sogar, ganz toll. Ja? Ja, dass du die Hunde wiederfindest im Dunkeln. Tolle Sache. Ach so, ja klar. Aber jetzt sag noch mal kurz, wenn man jetzt, Ernst kommt doch nicht mehr. Ernst kommt doch nicht mehr. Der ist nicht eingeladen. Aber jetzt, also so, wenn ich jetzt so jemand wie ich, ich bin ein bunter Vogel, ich kann das, glaube ich, tragen, schadlos tragen. Ja, ich kleide dich. Doch, das sieht gut aus. Keiner mehr hinter dir her, wenn du eine Kette mehr oder so. Nein. Jetzt apropos hinterher gucken. Ich habe neulich ein T-Shirt angehabt von Mario Barth. Da steht drauf, ich gender nicht, ich habe Schulabschluss. Da gucken die Leute nach. Und viele Leute wollen was sagen. Sagen so, aber dieses Thema, ich kann es nicht, ich meine, in Holland ist oder wenn du Amerika oder egal, wo du zu Gast bist oder so, da redet da keiner. Der Einzige, der sich damit beschäftigt, ist Deutschland. Ja. Beschäftigt damit. Und ich meine, für mich kann jeder sagen, was er möchte. Also ich bin ganz zu 100. In Holland wird man wach, da hat man Indonesier und Vietnamesen, da hat man alles durcheinander und das ist auch wunderbar. Und beim Fußball kennt man das, glaube ich, aus den 70er, 80er, rüllet. Und man hat alles durcheinander und das finde ich auch wunderbar. Und hier muss man dann auf alles Acht geben, was man sagt. Und ich finde das. Jeder darf das machen, aber jeder muss auch die Freiheit haben, das eben zu machen. Das nicht zu machen. Genau, wunderbar. Ja. Also ganz klar. Und wenn ich jetzt. Und das ist Demokratie, also das ist Freiheit, lieber natürlich. Oder? So, und man kann anziehen, was man will. Und wenn man diese Kette bringt, die. Also mal so, wenn ich die trage den Tag, es ist ja schon eine Belastung für den Hals auch. Ja, ist das bringt die mir dann auch Glück? Also wir haben an jedem Armband ist so ein kleiner Coin oder eine kleine Plakette und das ist bei der auch. Und wir sagen immer, das ist Lucky Coin und das ist so eine Manifestierung, wie ein Glücksbringer. Ja. Und das ist auch so eine Sache, dass also
wir, also ich sage immer, dass wir, weil das bin nicht ich, sondern die Magic Pearl sind so Lebensfreude. Das Leuchten, dieser Novembertag, wo es draußen regnet und man ein bisschen traurig ist oder vielleicht gerade sich getrennt hat, wie du es ja mit deinen drei Frauen gemacht hast. Oder nein, auch solche Sachen. Nur mit zwei, mit der dritten oder bin ich glücklich. Hat mal man hat einen schlechten Tag oder so, da ist so unser Magic Lucky Coin dran, wie so ein Glücksbringer im Auto. Uns haben wir überall. Anfangs war das so eine, wie sagt man, eine Markenplakette, aber es hat sich echt zu so einem Lucky Coin entwickelt. Ja. Ich finde es interessant, du sahst auch ein bisschen aus wie ein Weihnachtsbaum, muss ich sagen. Ja. Und woran es mich auch erinnert, kennt ihr noch früher in der Süßigkeitenabteilung diese Kaugummikugeln in dieser langen Verpackung, wo die alle so bunt untereinander drin waren? Aber was du sagst, und wir haben auch mal Pralinen, wir haben einen tollen Patissier, der einen Stern hat, der macht bunte Kugeln als aber worum es geht, ist Lebensfreude. Und ich weiß, das kennt ihr bestimmt auch alle. Und wir machen ganz viele Charity-Projekte. Wir stiften ganz viel für oder gegen Cancer und Breast Cancer. Und wir machen gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs. Wir machen ganz viele tolle Sachen mit über diese Workshop und über diese Bewegung und ganz viel Lebensfreude, Energy, Happiness. Und darum geht es bei Magic Pearl. Und Magic Pearl Workshop in Quickborn im Zentrum der Perlenaktivitäten? 6.8. Es gibt noch Tickets und es bei Wiener Fashion könnt ihr die Tickets auf wienerfashion.de kaufen. Und es findet in Quickborn statt am 6.8. und jede Menge Prominenz. 500 Frauen, die basteln auf der Straße. Wie bei Villa Riba und Villa Bajo. Ja. Wir machen einen 200 Meter langen Tag. Das ist gut. Dann, das ist wirklich toll. Ja. Mit Drohnen überfliegen wir das. Alle dürfen in Weiß kommen und es wird eine tolle Veranstaltung. Alle kommen in Weiß? Alle kommen in Weiß. Also ich vielleicht nicht, aber sonst ja, nicht. Ja, ja. Ja, okay. Mich muss man ja wiederfinden. Ne? Ja. Und wieder FM Stöckel kommt mit seinen ganzen Paradiesvögeln und so. Das wird toll. Ganz kurz, lieber Julian. Ich möchte mal bei der Gelegenheit daran erinnern, jetzt bist du schon zweimal genannt worden. Wir haben noch einen Termin bei dir, guter Frank Battermann und ich, um über Reality zu sprechen. Wir haben ja mit deinem Management sogar live in der Sendung dich angerufen. Dann zur Not kommen wir dahin. Ja, aber ich liebe Julian, also das ist, wir haben täglich Kontakt und das ist ein. Habt ihr? Ich glaube, dass er auch ein mit seinem Backen und mit. Ich sehe ihn schon auf so einer Dr. Oetker-Packung. Ich glaube, dass er, das meine ich ganz ernst, das meine ich auch ganz respektvoll. Ja. Ich glaube, dass der noch einen schönen Weg macht, weil er einfach ein super sympathischer, lieber Mensch ist. Ganz, ganz toller. Sag ihm bitte einen herzlichen Gruß. Sag, dass du hier warst und dass der Herr Brandt ganz begeistert von ihm ist, weil wir kennen uns auch schon ganz lange. Der ist ganz, ganz begeistert, in Liebe. Aber er soll nicht vergessen, dass er noch zu Herrn Battermann und mir kommt. Oh, ich weiß nicht, wer Herr Battermann ist. So, wir haben er weiß es. Wir haben das letzte Mal gesehen bei Claudia Robert in Berlin, Julian, und das war wirklich sehr, sehr lustig. Jetzt geht's los. Hat noch was vorbereitet. Klar. Muss ich was auswendig lernen? Ich habe keine Brille dabei. Nein. Du kriegst von uns einen motivierenden Spruch mit auf den Weg, denn damit möchten wir unsere Gäste entlassen. Oh, gut, dann seid ihr mal raus. Nein, du kannst bleiben, solange du möchtest. Dankeschön. Ich muss euch echt mal ein Kompliment machen. Ich saß da draußen. Wie heißt das tolle Mädchen da draußen? Betül. Ich bin ja bei Channel 1. Da sitzen ja 8 Leute, die das machen. Ja. Hier sitzt die Bild ganz alleine und macht die verkabelt mich und redet und macht dann spielt sie den Einspieler ab und so. Und ihr beiden seid echt, ich habe draußen gestanden, du hast schon viel privat erzählt. Ne? Ich meine, ich bin deine Tochter, wie ich das finden würde, aber ich finde das schon echt. Pass auf, frag mich mal, wie ich das fand. Wie ich das fand, 20 Jahre lang, nichts zu hören und nur mal ab und zu Mail zu kriegen. Nee. Und da muss ich echt sagen, dann könnt ihr mich rausschmeißen. Ich muss echt sagen, dass ganz wichtig ist, finde ich, in so einer Familie. Und es gibt immer diese Ups und Downs, aber nicht sprechen ist keine Option. Und übrigens, das geht, ist keine Option. Man kann sagen, mir gefällt das nicht, was du gesagt hast. Auf jeden Fall. Oder was weiß ich, du hast mehr vom Haus geerbt als ich. Kann man aber besprechen, finde ich. Ist so. Ne? Ja, absolut, klar. Liebe Freunde, dieser weise Mann wurde weder von mir gebrieft, noch irgendwas. Du hast mir vorhin Geld zugesteckt, hast du vergessen? Hey! Das war vorne im Besprechungsraum. Okay, dieser Mann hat von mir Geld bekommen. Kein kleiner Schein. Dieser Mann hat von mir viel Geld bekommen. Und zwar dafür, dass er das Gleiche sagt, was ich immer sage. Mhm. Das Schlimmste ist, auszugrenzen. Und zwar selbst Parteien, die einem nicht gefallen, grenzt man nicht aus, sondern man lässt sie performen, damit man sie erwischen kann. Man lässt jede Meinung zu, damit man seine eigene Meinung auch dagegen stellen kann. Wunderbar. Und das Gleiche gilt dafür, dass man im Fernsehen kann man, also wenn man so alt ist wie ich, kann man das machen, weil ich habe ja gar keine große Karriere mehr zu haben, wo mir jemand irgendwas in den Weg legen kann. Deswegen sage ich einfach, fucking, was ich will. So. Und da darf man auch die Wahrheit sagen. Und ich glaube sogar noch mehr. Ich glaube, ich habe die Pflicht, die Wahrheit zu sagen, weil das, was sich viele nicht trauen zu sagen, kann ich sagen. Und ich mache das stellvertretend für die. Und wenn hinterher irgendwann mal jemand euch fragt, und so bin ich aufgewachsen, und das ist übrigens im Geist, ich habe ganz viele, ich habe jahrelang bei Endemol gearbeitet, 11 Jahre lang. John kenne ich sehr gut. Ich habe, einen herzlichen Gruß, wenn du ihn triffst. Yeah. Ich habe viel gelernt, ich habe ganz viel gelernt von Holländern, nämlich vor allen Dingen zwei Sachen. Erstens, Offenheit, sprechen, direkt drauf zugehen, das können Holländer viel besser als Deutsche, ehrlich gesagt. Und das Zweite ist, sie sind schon ein bisschen fußballfanatisch. Also dieses, wir haben einmal im Jahr... Soll ich meine Unterhose zeigen?
Du hast orange Unterwäsche. Ja, aber das, wir glauben es dir. Aber sie scheren sich, also das Ding ist, dass sie scheren, sie haben eine Meinung und sie sagen die Meinung und sie haben keinen Schiss und sie halten nicht hinten vor. Und deswegen möchte ich gerne hier in diesem Fall die orangene Fahne wedeln und sagen, ihr macht es besser als wir Deutschen. Da ist 100% was dran, weil du was du gerade sagst, auch Politik und so, dann sagen sie, ja, die da hinten, was die wählen und so weiter. Leute, sprecht das doch an. Es gibt bestimmt in jeder Partei ein bisschen Programm, was geil ist, aber guckt auch, was ganz unten steht und da stehen dann bei diesen anderen da hinten komische Sachen unten. Ja. Und da muss man halt wirklich Obacht geben. Das ist einfach absolut. Aber weißt du Populismus, was? Sagen die fünf Sachen, die jeder hören will, das ist leicht. Ne? Ja, und das Ding ist das, sich hinzustellen. Machen aber alle Parteien übrigens diese fünf Sätze raus. Alle, ja, die um Werbung. Genau. Haben, ne? Aber das Wichtigste ist, dass man eins nicht macht, um einen leichten Weg zu gehen, immer nur sich in eine Gruppe zu stellen und gemeinsam mit einer Gruppe irgendwas gegen rechts, gegen grün, gegen gelb zu demonstrieren, geht überhaupt nicht. Lesen, Meinung bilden, andere Leute reden lassen, diskutieren, offen sein und alles das. Und das ist das, was fehlt. Und deswegen kann ich auch, deswegen glaube ich auch als Moderator, ich sage hier deswegen persönliche Sachen, weil ich es total okay finde. Das bin ich als Mensch und ich möchte gerne, dass die Menschen mich als Mensch kennenlernen und dann im Zweifel gerne haben oder Scheiße finden. Das ist mir egal. Aber ich möchte lieber, dass sie mich gerne haben, ehrlich gesagt. Ja, ja, aber wenn du offen bist, ist keiner enttäuscht hinterher. Mhm. Und was du sagst, lesen, also gegen Dummheit, und das ist ein alter Spruch, ist kein Kraut gewachsen. Kauft euch ein Buch, bildet euch weiter, zieht euch das Zeug rein. Jo. Und wenn ihr wollt, macht eine politische Karriere. Klebt euch nicht auf die Straße, geht in die Politik und versucht, was zu bewegen. Ich habe noch eine Frage, und zwar, da du ja... alles gut. Dafür ist die Sendung ja da. Du bist hast über Fußball gesprochen. Ja. Du bist ein sehr bunter Vogel und du bist Niederländer. Ja, wie findest du denn das pinkfarbene Trikot der DFB-Elf? Ja, also ich muss echt sagen, ich bin natürlich für Farbe, aber ich bin auch für Männlichkeit. Weißt du, also jetzt sitze ich hier selber im pinkfarbenen Anzug, aber das spiegelt ein bisschen unsere Natur wieder oder unsere Lebensfreude und das, was wir verkörpern. Für Fußball finde ich dieses Pink ehrlich ein bisschen... Beim letzten Spiel hat es ja ganz gut performt. Aber das Shirt hat performt. Ja, ich dachte, das ist ja gegen Frankreich, oder? Gegen Frankreich haben wir auch gespielt. Ja, ja, genau. Ich glaube, wer weiß, vielleicht ist es ein Trick, weil vielleicht ist es in der Psyche. Pass auf, die maskulinen Sportler haben in der Psyche drin, wenn was pink ist, darf man nicht gegentreten. Okay, ich erzähl kurz die Geschichte, ich lese übrigens sehr viel. Ich habe Daniel Kahneman gelesen, Think Fast, Think Slow. Und da ging es genau um Farben. Und da hat irgendein großer Footballverein in den USA, ich glaube Massachusetts war das, haben ihre Gästekabinen rosa gestrichen. Ja. Und das ist wahr. Ja, das ist wahr. Und dadurch kamen die aggressiven Spieler runter und haben schlechter performt. Wirklich. Die mussten nachher die Gästekabine schwarz streichen. Oder orange. Orange. Wer weiß. Ja, orange. Es ist wahr. Rosa. Makes you calm. Vielleicht ist das ein Trick. Vielleicht hat pass auf. Kann sein. Ist beim DFB jemand aufgewacht, hat gedacht, alter, geile Idee. Wir kommen hier an von wegen mit, hey, wir sind total offen für alle Geschlechter, alles, guck hier, mein Trikot. Und dann sagen wir, rosa geht nicht. Und dann kommt der... Wir beide an rosa, Leute, ist geil. So. Jetzt kriegst du den motivierenden Spruch, du darfst aussuchen, ob du ein weißes oder ein grünes oder ein rotes Buch hast. Rotes Buch, komm. Rotes Buch, auf jeden Fall. Rot ist die Liebe. Du sagst Stopp. Stopp. Das ging schnell. Links oder rechts? Links. Links. Reisen ist besonders schön, wenn man nicht weiß, wohin es geht. Aber am allerschönsten ist es, wenn man nicht mehr weiß, woher man kommt. Wow. Passt total, ja. Ich bin 150.000 Kilometer im Jahr auf der Straße. Ja. Letztes Jahr haben wir 260 Workshops gemacht, also traveling all around the world. Und ich finde auch hier nach hinten gucken, das hast du ja vorhin auch erzählt, nach hinten gucken ist keine Option. Schön weiter. Und man weiß gar nicht, wie lange die Reise geht, ob man 70 oder 80 oder wie lange auch man gesund ist. Wunderbar. So ist es. Toller Spruch. Du kriegst noch einen zweiten Spruch mit. Wow, jetzt. Den auf der rechten Seite. Wer heute einen Gedanken sät, erntet morgen die Tat, übermorgen die Gewohnheit und endlich sein Schicksal. Das ist ja großartig, oder? Hamburg on fire! Mann, hat sich der Besuch hier gelohnt? Ja, ich nehme das Buch, Klassik Klemmig. Das kannst du kaufen in der Jürgen Hunke Erfolgsbibliothek. Ehrlich jetzt? Ja, jetzt? Ohne Scheiß, Ich finde die Sachen, die ihr hier so ankündigt, die ihr sagt, ich habe draußen so einen super attraktiven jungen Mann gesehen, Baseballspieler kann das sein? Ja, kann sein. Toller Typ. Von den Steelers? Ja, genau. Ja, toller Typ. Ja. Kommt gleich. Ich glaube, der hat gesagt, die sind Tabelle 1 oder so. Das wird er uns gleich erzählen. Diesen Stuhl wird er gleich einnehmen. Attraktiver Typ. Ja. There you go. Dankeschön. Vielen Dank für den Besuch. Okay, tschüss. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich habe mir Spaß gemacht. Ich komme wieder, wenn ich darf. Ja, natürlich. Gerne. Ciao. Ciao. Das war sehr inspirierend, muss ich sagen. Ja. Und sehr unterhaltsam. Ja. Ich
Ich finde auch, ich habe den Witz jetzt eben nicht gemacht, aber ich sag mal, würden jetzt diese Ketten hier noch liegen? Weißt du, warum sie hier nicht mehr liegen? Nein. Weil er keine Perlen vor die Säue werfen wollte. Sonst hätte er uns die Fläche gelassen, wer weiß. So ist es. Ja, also, machen wir jetzt direkt weiter ganz mit dem kurz, nächsten Gast. Ganz kurz, wir wollen noch mal für die Zuschauer zu Hause erwähnen, dass die Betül heute in der Mega-Challenge ist, ja, weil... Ja. Nicht nur, dass wir so viele Wechsel haben und so viele Gäste, sondern wir haben ja auch Menschen, die in verschiedenen Lautstärken sprechen. Richtig. Das ist ja nochmal eine Herausforderung. Hast du sehr schön diplomatisch ausgedrückt. Das ist eine Herausforderung auch für den Ton. Also die Betül ist wirklich jemand, die muss heute richtig hardcore ran. Das stimmt. Und ab und zu kommen auch Musiker. Da dachte ich, sie wären zu zweit. Sie waren aber zu dritt und hatten 24 Instrumente dabei. Ja. Auch das wusste Betül nicht. Also das ist heute eine echte Feuertaufe für sie. Ne? Ich habe übrigens die Versammlung der Frauen mit Orangenhaut. Die habe ich eingeladen. Das sind 472.000 Leute, die stehen jetzt draußen vor der Tür. Die kommen gleich. Ja, okay. Ich bin sehr gespannt. wir haben heute übrigens auch noch Music Friday. Wir müssen nachher auch noch den Plattenspieler aufbauen. Das schaffen wir alles noch. Doch, schaffen wir. Soll ich dir sagen, ich habe ja mein Handy jetzt da, weil wir live sind auf TikTok. Ich sagen, was ihr von der AfD haltet, wenn ihr antworten wollt. Was wir davon halten? Ja. Also ich finde, ich würde jetzt nicht die AfD wählen. Nein, also ganz kurz, sollen wir das sagen oder müssen wir das schreiben? Wir können es sagen. Warum? Ich sag mal meine Meinung dazu. Ich finde, solange eine Partei demokratisch gewählt ist, steht es mir persönlich nicht an, dagegen vorzugehen. Ich bin der Meinung, dass jede Partei, die demokratisch gewählt ist und die sich so verhält, dass sie in den demokratischen Rahmen passt, dass die ein Recht hat, ihre Meinung zu sagen, auch wenn mir persönlich die Meinung nicht gefällt. Ich sage das ganz offen, weil ich ja so alt bin. Ich habe die letzten Male immer die FDP gewählt. Das hat damit zu tun, dass ich bei Ihnen sozusagen mich wirtschaftlich am besten aufgehoben gefühlt habe. So. Ich muss auch sagen, ich bin von der FDP extrem, extrem, extrem enttäuscht. Und ich muss auch sagen, ich bin auch von der CDU extrem, extrem, extrem enttäuscht. Und von der SPD bin ich. Ich war noch zu Gerhard Schröder Zeit, der hat meine Tochter auf dem Arm gehabt und so, bin ich extrem, extrem, extrem enttäuscht. Und ich hoffe und bete zum Gott der Demokratie, dass es irgendwie bis zur nächsten Wahl Parteien gibt oder eine Heimat gibt für mich, wo ich sage, okay, da habe ich Hoffnung, dass es das Richtige ist. Und ich möchte nicht zwischen Pest und Cholera wählen, sondern ich möchte gerne mit Begeisterung eine Partei unterstützen. Das habe ich in der Vergangenheit mit der FDP gemacht. Im Moment gerade bin ich frustriert, aber es sind ja noch 2 Jahre bis zur Wahl. Ich hoffe ehrlich gesagt, auch meine persönliche Meinung, ne, ich hoffe, dass diejenigen, die verantwortlich sind für den Zustand dieses Landes, dass die zur Rechenschaft gezogen werden, Rechenschaft im Sinne von Gerechtigkeit. Ich glaube, dass wir außenpolitisch jeden Tag ein Debakel hinlegen, in dem wir die Welt probieren zu erziehen. Das steht uns nicht an, das gehört sich nicht. Und auch Kulturen, die aus unserer Sicht falsche Dinge tun oder Dinge tun, die nicht mehr zeitgemäß sind. Auch diese Kulturen, muss man ganz ehrlich sagen, haben das Recht, sich selber in ihre Geschwindigkeit zu entwickeln. Und es steht uns nicht an, mit Armbinden in Stadien zu gehen und komische Gesten zu machen, anstatt Fußball zu spielen, finde ich, meine persönliche Meinung. Ich finde, dass wir in der Wirtschaftspolitik einen Menschen an der Spitze haben, der sich wagt, Sätze zu sagen, wie der Wirtschaft geht es gut, die Zahlen sind schlecht. Wer so doof ist, ganz ehrlich, sorry. Aber jeder, der in der Schule in den ersten 4 Klassen war, weiß, dass das Unfug ist. Denn die Zahlen sind die Basis der Wirtschaft. Und wenn jemand sowas sagt, ist er für mich inkompetent. Und wenn ich mir angucke, was im Land passiert und wie unglaublich weniger Geld die Menschen, jeder Einzelne für sich in Deutschland, heute in der Tasche haben, finde ich das ungerecht und völlig daneben. Und ich finde es nicht in Ordnung und ich finde es schlechte Politik. Meine Meinung. Und was war noch? Irgendwelche Fragen noch dazu? Ich weiß nicht. Migrationspolitik, meine Meinung, wenn jemand hierher kommt, herzlich willkommen. Wenn jemand in Not ist, herzlich willkommen. Aber es gibt Regeln und die sind einzuhalten. Und zwar für uns, genau wie für alle, die hierher kommen. Wie das in jeder Familie ist. Wenn in meine Familie jemand kommt und ist Gast bei uns, dann benimmt er sich bitte so, wie es bei uns üblich ist. Er muss leider in Kauf nehmen, dass er mit diesen 4 Hunden klarkommen muss. Das ist das Problem, was wir haben. Aber das gehört bei uns mit dazu. Und man kann mit den Hunden nicht treten, sondern muss sie streicheln. Und wenn jemand das nicht möchte, dann muss er nicht kommen. Ganz einfach. Das war ein Wahlwerbespot von Boris. Für den Inhalt ist dann dein Boris-Wahlspot. Ich sollte verdammt noch meine eigene Partei aufmachen, aber mache ich nicht. Nee, meine ich nicht, weil ich kann in diesen Proports und mit diesen ganzen Anbietern und so ist nicht meine Welt. Aber es war auf jeden Fall ein flammendes Plädoyer. Ja, und wisst ihr was, Freunde? Das war gut. Und bevor ihr euch über Politik aufregt, ja, macht doch lieber eins. Macht Sport. Zum Beispiel. Ich habe auch überlegt, ob ich mir noch einen Kaffee holen soll, aber wir machen weiter mit Sport. Ja, oder? Macht Sport. Spielt Baseball zum Beispiel. Ja, Baseball zum Beispiel könnte man spielen. Bei den Steelers. Haben wir jemanden da, der uns darüber was erzählen kann? Hier ist David Wohlgemuth. Wow! Herzlich willkommen. Wir brauchen eine Einlaufmusik für die nächste Woche. Das müssen wir uns unbedingt machen. Moin, mein Lieber. Bitte schön. Moin. Hallo, herzlich willkommen. David. Nimm Platz. Hi, Marco. Schön, dass du da bist, denn es lohnt sich, am Wochenende mal Hamburg 1 zu gucken. Wir werden ja live übertragen. Wie läuft das eigentlich? Was habt ihr denn für ein Wochenende eigentlich vor euch, so aus sportlicher Sicht? Am Samstag spielen wir gegen die Bonn Capitals. Die sind die letzten Jahre immer im Norden Tabellenführer.
gewesen. Und aktuell sind wir Tabellenführer. Das heißt, die wollen natürlich unseren Tabellenplatz erobern. Genau, und am Samstag spielen wir um 14 Uhr live, unter anderem auf Hamburg 1. Yeah! Und zwar zum ersten Mal, richtig? Zum ersten Mal, genau. Ja, die Saison geht jetzt richtig los. Die ersten Heimspiele gehen jetzt los und damit auch das erste Mal live auf Hamburg 1. Für jemand, der von diesem Sport gar keine Ahnung hat, ne? Passiert selten in Deutschland. Er sieht nicht nur gut aus, er ist auch charmig, muss man so sagen. Ich fange anders an. Football, ne? Da gibt es ja viele Menschen, die in Deutschland früher keine Ahnung hatten vom Football. Meine Frau hat ein, ich sag mal so, 3-Minuten-Paket, wie sie jeden, der zum ersten Mal beim Football ist, das beibringt, um was es eigentlich geht. Nämlich Offense, Defense, Platzgewinn. Und dann erklärt sie das ein bisschen und dann sind die Leute dabei und dann schnallen die das und dann haben die Spaß. So. Das Gleiche geht auch für diesen Sport? Für Baseball, ja. Die meisten haben ja schon mal Brennball in der Schule gespielt. Ja. Und darauf baue ich das auch, wenn ich in den Schulen bin, immer auf. Mhm. Genau, du hast hier 4 Bases und die musst du relativ zügig umrunden. Und sobald du die einmal umrundet hast, hast du einen Punkt erzielt. Also nochmal kurz vom Anfang. Da ist einer, der wirft den Ball von der einen Mannschaft. Der von der anderen Mannschaft hat so eine Keule in der Hand, haut den Ball weg. Möglichst weit weg. Genau, richtig. Ja. So, dann darf derjenige, der den Ball mit der Keule weggeschlagen hat, darf um den Kreis rennen, um den Platz rennen. Genau, um die Bases, um die 4 Bases. Genau, sind da 4 Inseln sozusagen. Genau, ne? Richtig. Genau. Ja, genau. Und das muss er machen. Und wenn er hinten angekommen ist, dann hat er einen Punkt erzielt. There you go. Genau, und nach 3 aus, also man kann ausproduzieren, indem man zum Beispiel den Ball nicht trifft, ist man aus. Oder der Ball ist früher an der Base als der Läufer, ist man aus. Oder der Ball wird aus der Luft gefangen, dann ist man auch aus. Und nach 3 aus wechselt man das Angriffsrecht. Ja, also eigentlich auch nicht so kompliziert. Nee, und ich glaube, am meisten versteht man es immer, wenn man einfach vor Ort ist. Also das sage ich auch immer den Leuten. Wir brauchen einen guten Stadionsprecher, der auch nochmal die Regeln erklärt. Okay. Oder für unseren Livestream haben wir es auch so. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das 4. oder 5. Inning, also 4. oder 5. Spielabschnitt, da ist auch immer Moderator oder Kommentator, der dann nochmal alle Regeln erklärt. Das ist immer das Schwere dann, wenn das die Baseball-Nerds gucken, kannst du nicht die ganze Zeit über Regeln reden. Ja. Aber es gibt immer 1 oder 2 Innings, wo alle Regeln nochmal erklärt werden, so die Basics auf jeden Fall. Wie ist denn überhaupt der Standort Hamburg für Baseball oder generell das Thema in Deutschland, in Europa im Vergleich jetzt zum Ausland, USA, Japan zum Beispiel? Wie sind wir da aufgestellt in Europa? In Europa, also für die deutsche Liga ist in Europa gar nicht schlecht aufgestellt. Ich würde sagen, wir gehören auf jeden Fall zu den Top 3 Ligen. Mhm. In Holland ist noch sehr, sehr stark. Aufgrund der Kolonien von damals haben die sehr, sehr gute Latein- oder Südamerikaner, die auch über einen holländischen Pass verfügen. Mhm. Deswegen ist die Liga ganz gut. Aber die Deutschen holen auf. Im Vergleich zu Amerika, das ist natürlich deutlich, da ist es wirklich eine Profi-Veranstaltung. Bei uns im Baseball-Bundesliga würde ich es eher als semi-professionell alles ansehen. Wir haben einen japanischen Superstar, der wirft am Sonntag zum Beispiel. Wir spielen immer 2 Tage und am Sonntag, also den kennt jeder in Japan. Ganz gut, als ich den über Weihnachten besucht habe. Also der wird dann auch nochmal ein extra Tisch aufgebaut, wenn der ins Restaurant kommt. Das ist dann schon mal ganz in Ordnung gewesen. Ja, und der wirft jetzt für uns, ist schon 43 oder erst. Aber dominiert immer noch die Liga, weil er halt einfach ein bisschen besser ist als alle anderen. Sehr gut. Ja. Ich habe mal vor vielen Jahren das war sogar bei euch mittrainiert, mit der Hamburg 1 Kamera. Und dachte, ich mache dann irgendwann so einen blöden Witz, als ich gefragt habe, ob ich Kautabak haben kann. Mhm. Und haben gleich 3, 4 Leute gesagt, ja klar, hier. Also ist das kein Klischee? Oder macht jeder, wie er möchte? Nee, also die meisten sind, glaube ich, mittlerweile Snooze. Was heißt Snooze? Das ist ja auch so, das glaube ich in Schweden vor allem ganz bekannt. Ich kenne mich ehrlich gesagt nicht so viel mit Tabak aus. Ich habe mal Snooze ist doch auch Kautabak, oder? Ja, ist auch eine Art Kautabak, genau. Meistens hilft es dann so ein bisschen, um runterzukommen, Konzentration zu halten. Aber ich habe mal eine Zigarette geraucht, das hat mein großer Bruder rausgefunden und dann hat es so gedonnert, dass ich nie wieder geraucht habe. Oh, wo ist dein großer Bruder? Ist der hier? Da unten steht einer mit Keule, ist er das? Nee. Ach, hat er dir gesagt, nee, läuft nicht? Er hat mir jetzt relativ freundlich gesagt, dass ich sie vielleicht nicht rauchen soll. Relativ freundlich, genau, ja. Das ist doch gut. Ja, dafür sind große Brüder ja auch da. Ja, das stimmt. Richtig. Ja. Das habe ich damals nicht so wertgeschätzt, aber mittlerweile... Ja. So. Dann ist es so, beim Football ist es ja so, dass in Amerika zumindest, ne, dass wenn zum Beispiel Sonntag ein Spiel ist, ne, dann gehen ja alle, also wenn das Spiel um 3 anfängt, sind ja alle schon um 1 da. Grill raus, zusammen sein, Partystimmung und sowas alles. Dann geht man irgendwann rein. Manche bleiben auch, sind einfach nur vor dem Stadion, bleiben da auch und so. Dann geht man rein, drin, eigentlich auch das Gleiche. Es gibt also auf jeden Fall hier Burgerwürstchen, Pommes, das ganze leckere Essen. Und, aber es ist mehr so, sag ich mal so, partymäßig. Und im Gegensatz zum Fußball, wo man die gegnerischen Fans kasernieren muss und bewachen muss, ist es ja da so, also in Amerika zumindest, ne, gerade College-Fußball,
da sind 90.000 Leute im Stadion und mal springt der hoch und freut sich und mal springt der hoch und die sind trotzdem alle zusammen und das ist eine Partyatmosphäre und das ist ein Familienevent und so. Ist bei euch auch so, ne? Ja, bei uns ist es auch eher ein Familienhappening. Also man kommt da als ganze Familie gerne rein. Es gibt bei uns coole Burger vom Blockhaus, die uns da unterstützen. Es gibt eine Hüpfburg. Die Stimme von Burger King ist unser Stadionsprecher. Die Stimme von Burger King? Ja, die Stimme von Burger King ist unser Stadionsprecher. There you go. Cool. Ja. Naja, und ist schon ein ganz cooles Familienhappening. Also das ist ja auch unser Ziel, dass die Leute da auch einfach einen guten, schönen Samstagnachmittag oder Sonntagnachmittag bei uns verbringen und so ein bisschen das Gleiche von Amerika abgeguckt haben, dass einfach ein Family-Happening ist und Baseball fast nebenbei läuft. Sag nochmal, wo ist das? Wo spielt ihr? Am Langenhorst 4, an der Kollaustraße. Ist ja auch in Hamburg mittlerweile leider bekannt, genau neben dem Trainingsplatz von St. Pauli. Großes Thema, wie es in der Zukunft aussieht, ne? Ja, genau. Was ist dieses St. Pauli, was ist das? Die spielen zweite Liga leider. Ist das ein Fußballverein? Fußball ist das, Fußballverein, okay. Ja, das kann sich ja ändern, sieht ja nicht schlecht aus momentan. Ja, wir sind da mittlerweile geteilter Meinung. Ja. Bis vor ein paar Jahren haben wir immer für die gehofft. Ja, genau, aber das ist jetzt so ein bisschen, noch ein bisschen was Problem. Aber genau, wir sind genau neben deren Trainingsgelände. Ja. Und da sind dann die Spiele, da sind auch ein bisschen Ringe und sowas alles. Ja, genau, es sind schon richtige Zuschauer. Wir haben die alten Plätze aus dem Tennisstadion Roter Baum, die sind jetzt bei uns, genau, und da kann man dann schon sich ordentlich hinsetzen. Wie viele Leute kommen da so? Also letztes Jahr waren wir immer so um die 500, mal 400, mal ein bisschen über 500, aber ich sag mal im Durchschnitt 500. Lieber Hamburger, ganz ehrlich, die fahren hier richtig auf, ja, die sehen knaller aus, die haben geile Trikots an, es ist ein Mördersport, jeder kann es verstehen, es gibt Burger, die Stimme von Burger King ist da, ja? Und ihr schafft es nicht, mehr als 500 Leute dahin zu bringen, Entschuldigung, da müssen, also ich denke, wir müssen die Tausender-Marke müssen wir schon knacken jetzt, oder? Das ist auch ein Riesenziel dieses Jahr von uns, ja. So, Tausender-Marke wird geknackt dieses Jahr, erstens. Zweitens, ihr müsst es ja nur weitererzählen. Wenn ihr selber nicht könnt, denkt euch eine Ausrede aus, aber erzählt es in Gottes Namen weiter, ja. Zur Kollaustraße, wann ist das Spiel? Am Samstag um 14 Uhr und am Sonntag um 13 Uhr. Samstag 14 Uhr, Sonntag 13 Uhr. Also eigentlich auch zur besten Zeit. Man kann ausschlafen, man kann aber ein bisschen frühstücken. Wir können es ja auch so machen, dass die Leute, die jetzt vielleicht keine Zeit haben, dass die zumindest aber bei Hamburg 1 die Live-Übertragung gucken und dann spätestens beim nächsten Mal gehen. So, können wir auch so machen. Wir müssen ja auch für uns denken und das zweigleisig irgendwie gestalten. Ja, aber ich glaube, unsere Sendung wird auch je besser, je mehr Leute da sind. Ja, natürlich. Es geht ja immer darum, dass man auch Stimmung überträgt und so. Und wenn da einer steht und alleine jubelt, ist irgendwie doof. Deswegen, ich hätte gerne bitte, könnt ihr ganz ehrlich, es ist ein geiler Sport. Es wird gutes Wetter, glaube ich, auch sein, ne? Ja, immer wenn wir spielen. Immer wenn ihr spielen, ist das gute Wettergarantie, gibt es auch. Wie gesagt, die Stimme vom Burger King ist da. Ja. Und er hat auch ein paar Burger dabei, nämlich vom Blockhaus. Man weiß es nicht, warum es so ist, aber es ist halt so. Und es ist ein Riesenspaß und es macht wirklich Spaß. Es sind drei Stunden dauert das schon ungefähr, ja, circa, ne? Ja. Ungefähr, es sind drei richtig geile Stunden, was ihr die meisten von euch noch nicht erlebt haben. Und geht da mal hin und nehmt dieses Gefühl mit, weil gerade in der Zeit, wenn es draußen ungemütlich ist, wenn es so viele Probleme gibt, wenn alle Leute unzufrieden sind und so, dann sind Gemeinschaftsevents das Wichtigste und gerade für unsere Stadt das Wichtigste. Und aus Liebe zu Hamburg und aus Liebe zu den Steelers geht ihr dahin. Habt ihr eigentlich auch jemanden, der ich kann nicht nur Politik, ich kann auch sowas. Ja, ist doch super. Ich wollte es mal sagen. Ja, das ist so, das Motivation. Motivation. Keine Ahnung. Habt ihr eigentlich auch jemanden, der Live-Orgel spielt? Nee, Live-Orgel haben wir leider nicht vor Ort. Weil? Das ist ja beim Baseball sonst immer in den USA vor allem so ein Ding, dass bis heute teilweise Orgel gespielt wird live. Ne? Ah, richtig? Orgel? Ja, klar. Oder Hammond-Orgel? Ja, eine Hammond-Orgel. Ah, okay. Und dann werden da so Hits aus der Plattenkiste gespielt? Es gibt doch immer so Melodien, die dann einfach eingespielt werden. Aber wir haben ganz viele Soundeffekte. Ja. Also das ist schon, okay, cool. Ja. Finde ich gut. Super. Ich denke, ich habe das gut gemacht, den Werbeblock. Ja, sehr gut. Oder? Also, genau. Wir werden das noch arbeiten. Ja, ich gebe alles. Geht zu den Steelers. Nee, ernsthaft. Das ist toll. Du darfst ja auch, du kriegst jetzt einen Spruch mit. Ich würde aber für dich aussuchen, Ziel, Zukunft, Zuversicht ist, glaube ich, dein Buch. Du sagst Stopp. Stopp. Links oder rechts? Links. Das Vergangene ist das Künftige von heute. Das Vergangene ist das Künftige von heute. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Das ist ein japanisches Sprichwort. Das Vergangene ist das Künftige von heute. Vielleicht sollten wir den Superstar fragen von den Steelers. Vielleicht kann er das uns erklären. Haben Sie es nicht heißen, das Zukünftige ist das Künftige von übermorgen? Das Vergangene ist das Künftige von heute. Das Vergangene? Ist also das gestern. Künftige von heute, das macht ja keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Das vielleicht aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, um die Zukunft besser zu kreieren? Das könnte sein. So! Von Spiel zu Spiel denken.
So, von Spielzeug von Spielzug zu Spielzeug denken. Okay, wir probieren es nochmal mit dem von Albert Camus, mit dem Spruch, der daneben steht, denn den hättest du ja fast erreicht sozusagen. Charme ist ein Mittel, Zustimmung zu bekommen, ohne eine präzise Frage gestellt zu haben. Ich denke, wir nehmen das einfach so mit. Wir nehmen das mal so mit. Wir nehmen das mal so mit. Und du bekommst natürlich noch Anspruch von diesem Erfolgskalender hier. Niemand ist so stark wie die Stimme von Burger King in deinem Kopf. Besiegst du sie, steht dir die ganze Welt offen. Ja. Ja. Kann man machen, oder? Es ist einfach perfekt. So. Guck mal, was wir eingeblendet haben. Aus Liebe zu haben. Das ist neu, oder? Das ist neu. Das sieht gut aus. Ja, das testen wir jetzt schon mal an. Das kommt von einer wunderbaren Kooperation, die wir mit Jürgen zusammen machen. Nämlich, wir werden aus Liebe zu Hamburg werden wir viele Formate entwickeln mit ihm zusammen, wo wir uns darum kümmern, dass die Probleme, die es hier gibt, die menschlichen Probleme, die es hier gibt und solche Themen wie zum Beispiel, keine Ahnung, wie kann es eigentlich sein, dass Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, heute im Müll nach Flaschen suchen? Mhm. Solchen Themen wollen wir angehen und wollen uns darum kümmern. Das machen wir so in Kooperation. Mhm. Ja. Schön gut. Ja. Jetzt mache ich meinen Signature-Move. Achtung. Du könntest auch Pitcher werden. Ich habe das mal probiert. Tatsächlich im Internat haben wir früher, da hatte nämlich einer eine Baseballkeule. Und dann haben wir auch diese Bälle hat er mitgebracht, weil sein Vater in Amerika gearbeitet hat. Und dann haben wir das probiert und das ist echt schwer. Wir suchen noch jemanden, der den First Pitch macht. Den Eröffnungswurf. Ja. Das wäre was für dich. Ja, das wäre was. Was muss ich da machen? Du kommst hin, gib dir gerne ein paar Freikarten, dass du mit der Familie vorbeikommst. Mit den 4 Hunden, da sind auch Hunde erlaubt übrigens. Und dann kannst du einmal den First Pitch werfen. Also darüber würde ich mich sehr freuen. Da können wir mal was draus machen. Das ist eine Idee. Das hat bei Nackte Kanone die Königin von England gemacht. Ja, was muss ich da machen? Da siehst du mal den Stellenwert. Ich muss den Ball ja nur hinwerfen zu dem Mann mit der Keule. Bei dem ersten Pitch steht nicht mal einer mit der Keule. Du musst den Ball einfach nur in den Handschuh werfen. 18 Meter geradeaus werfen. Du könntest auch Einlaufkind beim HSV sein. Ja, weißt du was, habe ich probiert. Nee, aber ich kann auf den Knien nicht so schnell laufen wie die mit ihren Füßen. Das ist natürlich problematisch. Aber dann halten wir das mal fest. Das halten wir fest, das ist eine gute Idee. Gut. Und meine Familie hat sich ja auch Bock mitzukommen. Also meine Kinder sind beide spielen American Football. Das ist zumindest close by, was die Veranstaltung an sich angeht. Und die interessieren sich sicher dafür. Ja, cool. Gut, das ist auch abgemacht. Mehr geht nicht am Football. Mehr geht nicht. Vielen Dank für alles. Ja. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. So, und ich bleibe auch gleich stehen, Boris, denn ich muss jetzt den Plattenspieler aufbauen. Okay, der Marco baut den Plattenspieler auf. Ich mache dann weiter. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Presseschau. Die Presse beschäftigt sich heute in erster Linie damit, dass wir gerade wegen der grünen Blockade, was irgendwelche Umweltgeschichten angeht, soll es ein Fahrverbot geben, ein deutschlandweites. Ich denke, wenn es jemand gibt, der wie ein Elefant in jedes Fettnäpfchen trampelt, dann sind das die Vögel, die von Ideologie getrieben sich jeden Wahnsinn anschließen. Dann gibt es anscheinend ein Sepsis-Drama um Til Schweiger. Klinikfieber, offenes Bein. Das möchte man am frühen Morgen definitiv nicht lesen. Sepsis-Drama, Klinikfieber, offenes Bein. Wer von uns möchte das? So, dann haben wir das Thema, warum Gummibären schlechte Laune machen und Blaubeeren gute Laune machen. Das ist eine tatsächlich wichtige Frage, die wir beantworten müssen. Und zwar Bauchkrummeln, Blähung und schlechte Laune. Das hängt zusammen. Grund ist die sogenannte Darm-Hirn-Achse in Form einer direkten Nervenverbindung zwischen den Organen. Die Ernährungsexpertin Lara Opfermann, wenn man Opfermann heißt und macht Ernährungsberatung, ist auch tragisch. Ich finde das aber sehr werbewirksam, muss ich sagen. Frau Opfermann? Ja. Ja, sie ist ja nicht das Opferlamm, sondern es ist Frau Opfermann, aber es ist close by. Und auch kein Osterlamm. So, genau, ist auch kein Österlamm. Das stimmt. Unsere Laune wird durch das Essen bestimmt, bestimmter Lebensmittel beeinflusst. Finger weg also von Gummibärchen, Freunde, Finger weg davon. Die machen kurzfristig glücklich, aber zuckerreiche Lebensmittel sorgen danach für Depressionen und Schlafstörungen. Wer lieber gute Laune futtern will, sollte zu Blaubeeren greifen. Die darin enthaltenen Polyphenole reduzieren die Zahl der schädlichen Darmbakterien. Übrigens, wenn es um Polyphenole geht, dann sage ich mal ganz kurz, da gibt es eine sehr spannende Firma in Norwegen, könnt ihr recherchieren, die stellen ein Öl her. Dieses Öl besteht aus Kaltwasser, Fischöl und Olivenöl, und zwar das Öl von unreifen Moment, Oliven. Moment, aus kaltem Wasser oder Kaltwasser, Kaltwasser Fischöl? Also das Öl aus Kaltwasserfischen. Ja, genau, richtig. Das Omega-3-Öl von Fischen, die im kalten Wasser schwimmen. Da sind sehr, sehr viele Omega-3-Fettsäuren drin, sicherlich. Richtig. Und ein ganz hoher Polyphenolwert. Und das Ganze wird gemischt mit einem Öl von unreifen Oliven.
Und das beides zusammen sorgt dafür, dass es tatsächlich, dass du, dass deine Abwehrkräfte, deine Entzündungen im Körper, Abwehrkräfte gestärkt werden, Entzündungen im Körper zurückgehen. Okay. Mir wäre gerade fast das Herz in die Hose gerutscht, denn ich hatte die Stromversorgung für den Plattenspieler auf dem Kamerastativ abgelegt. Aber es ist, glaube ich, alles gut gegangen, ehrlich gesagt. Ja. Denn das musst du bitte noch zeigen. Da steht ein Pferd auf dem Bahnsteig. Warum und wo? In Australien. Aha. Wenn die Beine von pensionierten Rennpferden müde werden, hilft nur noch die Rückfahrt mit der Bahn. Nach einem Einbruch in den Stall büchste ein Pferd aus, galoppierte zur australischen Bahnstation Warwick Farm. Dort wartete es geduldig auf den nächsten Zug. Nach Hause kam das Pferd so aber nicht. Der Besitzer holt es dann wieder von der Station ab. Und so steht tatsächlich dieses Pferd hier auf dem Bahnsteig Warwick Farm. Wir können das mal zeigen. Ja. So sieht das aus. Da steht es. Hat auch so eine Decke, damit ihm nicht kalt wird. Genau. Und das hatte auf den Zug gewartet, aber das wurde nicht mitgenommen. Man sieht das, ne? Steht da. Genau. Ja, ich finde, weil es ja nicht mitgefahren ist und die Bahn Verspätung hatte, hat es auch ein relativ langes Gesicht gemacht. Das ist es, hat ein langes Gesicht gemacht, so. Ja. Übrigens, im Chat schreibt KS, Boris sieht mit dem schwarzen Outfit richtig schlank aus. Ja, vielen Dank. Nochmal für den Hinweis. Ich habe vorgestern gerade mit einem Freund gewettet um 300 Euro, weil ich nicht mehr habe zurzeit. Sonst hätte ich einen Tausender gesetzt, aber ich habe das Geld nicht im Moment. Habe ich gewettet, dass wir, also ich 10 Kilo, er 24 Kilo abnimmt bis September. Deswegen sind wir da hardcore unterwegs. 10 Kilo? Ja, das 24 Kilo? Ich habe vor 2 Jahren mal 25 Kilo abgenommen. Das geht ganz schnell. Okay. Ich weiß, wie das geht. Ja. Das geht nur Sport und vernünftig sich ernähren. Ich hätte jetzt fast wieder einen doofen Witz gemacht, aber... Mach das. Zähne putzen. Kann man sofort 2 Kilo abnehmen. Wir haben noch 1,17. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich muss schnell die Platte rausholen. Ja, hol die Platte raus. Ich finde es toll, dass es wieder ganz viel Vinyl gibt. So viel, dass ich es beim Mediamarkt gestern nicht geschafft habe, alle Vinyls anzugucken. Ja. Aber es gibt jetzt wieder neu produzierte Flohmarktplatten. Ja. Und zwar gibt es beim Mediamarkt eine 5-Euro-Vinylbox. Ja. Und da konnte man Ciao Italia kaufen. Ja, mit Rocco Granata und Renato Camarone. Genau, die Hits von damals als Neupressung auf einer Platte für 5 Euro. Wie geil ist das denn? Wollen wir einen hören? Ja, wir haben nur noch 50 Sekunden Zeit. Oh, das machen wir 58, schnell. 47, 46, 45, 44. Die Platte ist rot. 43, es ist eine Color-Vinyl 42, für 5 39, Euro. Freunde. 38. Guck mal, Michael Knight tanzt dazu. Ja. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Tschüss. Schönes Wochenende. Quando. Sag mir wann. Moin, Hamburg!